Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf unserem Kanal Mach's mit Freude. Heute zeige ich euch mit Freude, wie ich vor ein paar Wochen für meine beste Maus und ihre Tochter passende Mutter-Tochter-Mützen im Kreuzstich gehäkelt habe. Passend in dem Sinne, dass das Bündchen und Bommel von der Mütze von der Mama jeweils in der Farbe der Mütze von der Tochter gehäkelt ist und eben andersrum. Die Schwierigkeit bestand darin, dass die Wolle für die Kleine dünner war als die Wolle für die Mama, aber ich war ganz verrückt und habe die zwei trotzdem kombiniert. Die Bommel habe ich selbst gemacht und fehle sogar bei der einen Methode. Und natürlich gibt es für den kleinen Bruder und den Papa auch noch eine Mütze. Aber seht selbst und fühlt euch inspiriert, sowas selber auch zu machen, wenn auch erst im nächsten Winter. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß beim Video. So ihr Lieben, dann versuchen wir uns mal an der Mütze und probieren heute gleich mal ein neues Muster aus. Den Kreuzstich heißt der, glaube ich, also Cross Stitch auf Englisch habe ich selber auch noch nie gemacht, deswegen mal gucken, ob es was wird. Also ihr dürft live dabei sein, ob ich fail oder nicht. Also vorbereitet habe ich schon mal hier, das ist die Wolle, die sich die Kleine damals ausgesucht hat, die rosane. Dann habe ich hier halt eben auch noch weiße Wolle so vorbereitet, also da habe ich jetzt keinen Knäuel, weil ich hatte damit mal was gemacht gehabt und nicht fertig gemacht, das andere Projekt. Und jetzt verbrauche ich dafür die Wolle, weil ich es dann immer toll finde, wenn man dann die Wolle eben, wenn man ihr nochmal neues Leben gibt und halt eben die dann nochmal einen Sinn bekommt. Dann habe ich, wenn ich beide eben so zusammennehme, habe ich ja ein bisschen eine dickere Wolle und habe dann eine 7er Häkelnadel vorbereitet. Dann habe ich hier eine Sicherheitsnadel, um ja, mir die Anfänge zu markieren. Ein Lineal, um den Durchmesser zu messen, damit ich weiß, ab wann ich quasi mit dem Kreis, mit den Zunahmen sozusagen aufhören muss und ab wann es dann gerade runtergeht. Und dann habe ich hier noch hier so einen kleinen Merkzettel, den könnt ihr euch mal angucken. Und zwar ist es so, dass man in der ersten Reihe, wenn man einen Kreis häkelt, also um eine Mütze zu häkeln, häkelt man erstmal nur einen Kreis und zwar so viel, wie man halt eben braucht. Und dann geht es quasi runter und dann hat man eine Mütze. Also ist eigentlich total einfach. Und in der ersten Reihe hat man 11, in der zweiten Reihe verdoppelt man alle Maschen, also da kommt in jede Masche 2 neue Maschen rein. Und in der dritten Reihe ist es so, da tue ich immer zählen, also je nachdem in welcher Reihe ich bin. Wenn ich in der dritten Reihe bin, dann zähle ich immer 1, 2, 3 und 1 und 2 kommt immer in eine Masche rein. Bei der vierten Masche auch, also 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 kommt auch in eine Masche rein. Und so weiter und so fort. Je nachdem, wie viele Reihen man hat, zählt man immer so. Aber das zeige ich euch jetzt dann mal, wenn wir jetzt dann loslegen. Also, ich bin gespannt, wie es funktioniert, wie es läuft. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall meine 2 Wollfäden. Und jetzt fange ich immer an, eine 5 Luftmaschen halt eben erstmal zu machen. Also 1, 2, 3, 4 und 5. So, jetzt seht ihr, 4 Luftmaschen. Und ich habe es mir jetzt nicht einfach gemacht, die 2 Fäden zu nehmen. Wenn ihr Anfänger seid, macht es auf jeden Fall mit einem Wollfaden, weil das ist auf jeden Fall kann ganz schön verwirrend sein hier. Vor allem muss man mal gucken, dass man auch beide Fäden schnappt. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Jedenfalls gehe ich dann hier in das erste nochmal rein, so, und schließe das Ganze dann mit einer Kettmasche, heißt die, glaube ich. Ich hoffe, ich sage hier nichts Falsches. So, und dann haben wir hier quasi einen Kreis. Das ist zwar jetzt sehr unübersichtlich, aber hier ist quasi das Loch von dem Kreis. Und jetzt mache ich in der ersten Reihe der Übersichtshalber vielleicht ein paar halbe Stäbchen, dass ich einmal rumgehe. Dann gehe ich hier rein. So raus und ziehe dann durch alle 3 durch. Schauen wir mal. Und das Ganze dann eben 11 Mal. Habe ich jetzt 3 oder 4 gemacht?
Jetzt markiere ich mir auf jeden Fall auch einmal den Anfang nochmal. Also macht es auf jeden Fall immer sofort. Ich vergesse das nur immer und danach ärgere ich mich, dass ich es nicht gemacht habe. So, hier haben wir jetzt die 11. Das heißt, die erste Runde haben wir jetzt fertig, die erste Reihe. Und jetzt schließe ich das Ganze hier mit einer Kettmasche. Das heißt, da wo ich reingepikst habe, wo ich die Sicherheitsnadel vorhin platziert habe, die kommt jetzt raus. Und dann wird das Ganze hier, der erste Ring wird sozusagen verschlossen. Mit einer Kettmasche, so einmal durchziehen durch beide Reihen und dann haben wir hier die erste Reihe fertig. Ist das nicht cool? Und dann geht es weiter mit der zweiten Reihe. Also um Höhe zu gewinnen, mache ich hier einmal eine Luftmasche rein und dann starte ich und mache in jede Masche 2 Stück rein. Und dann fange ich jetzt auch schon mal an mit unserem neuen Muster. Das besteht aus festen Maschen quasi. Allerdings nehmen wir den Faden andersrum auf, um diesen Cross-Stitch, also diesen Kreuzstich halt eben zu bekommen. Ich zeige das mal, das ist eigentlich total einfach, schätze ich mal. So zumindest sah es einfach aus. Wir pieksen hier ein, aber nehmen den Faden nicht so, sondern halt eben so rum. Ziehen durch. Und dann ganz normal. So, und das Ganze doppelt in jede Masche rein. So, und dann. So, jetzt haben wir 2 Stück in der ersten Masche und jetzt geht es weiter in die nächste Masche. Also 1 und 2. Dann wieder in die nächste Masche. 1 und 2. Und man sieht hier schon ein bisschen das Kreuz, das hier entsteht. Cool, oder? Jetzt habe ich hier meine 11 Maschen und habe mir wieder meinen Anfang nicht markiert. Und genau, piekse jetzt einfach hier vor der ersten Masche ein. So, das ist jetzt natürlich schwer zu erkennen für Anfänger. Ich tue mich da auch immer ein bisschen schwer, aber krieg mal alles hin, ne? Dann hier wieder eine Kettmasche und schon haben wir die zweite Reihe fertig. Dann geht es weiter in die dritte Reihe, also einmal wieder ein bisschen höher zu gewinnen, eine Luftmasche. Und dann geht's los. Wir gucken hier nochmal auf den Merkzettel, den ich geschrieben habe. 1 und 2, wieder doppelt, also 2 Stück in eine Masche und dann die dritte einzeln. Also und so machen wir das jetzt mal. Also es geht wieder los. Nicht den Faden aufnehmen, wir machen hier feste Maschen, also den Kreuzstich. Wir pieksten ein, nehmen uns den Faden von unten, ziehen da durch und ziehen nochmal da durch. So. Und dann können wir uns hier das mal wieder hier markieren. Das muss diesmal nicht nochmal vergessen. So. Und dann nochmal doppelt, also 2 Stück in die erste Masche. Dann Nummer 2, also Nummer 2. Und dann die dritte, die ist einzeln. Die kommt dann in eine einzelne Masche. So. Und dann fangen wir wieder von vorne an zu zählen. Also wieder die ersten 2 in eine und die dritte kommt in eine einzelne. Ja, jetzt sind wir am Ende der dritten Reihe angekommen. Jetzt kommt dann hier wieder die Sicherheitsnadel raus. Wir merken uns natürlich, wo die drin war. Dann pixen wir da einmal so da rein und holen das mit einer Kettmasche. Also mit einer Kettmasche verbinden wir das und dann haben wir schon die dritte Reihe geschafft. Geht das nicht flott? Ist das nicht cool? Und dann wiederholen wir das mit so vielen Reihen, bis wir den berechneten Durchmesser erreicht haben. Also in Reihe 4 die ersten 2 Maschen wieder in die erste Reihe und Masche 3 und 4 jeweils einzeln, weil wir zählen in der vierten Reihe bis 4. In Reihe 5 auch wieder die ersten 2 Maschen in die erste Reihe und Masche 3, 4 und 5 jeweils einzeln, weil wir zählen in Reihe 5 bis 5 und so weiter und so fort. Wenn wir den errechneten Durchmesser erreicht haben, ist der Mützenteller fertig und dann geht es mit dem Zylinder weiter, also ganz normal ohne Zunahmen häkeln. Aber ich vermute, dass sich der Kreuzstich etwas anders verhält. Die Mütze wurde nämlich zu groß, als ich den Mützenteller bis zum errechneten Durchmesser gehäkelt habe. Also habe ich wieder aufgetrennt bei Reihe 5 und 3 cm weniger Durchmesser vom Mützenteller ging es schon mit dem Zylinder weiter, dass die Mütze passt. Ja, und bei der Mütze für die Mama war es übrigens auch ähnlich. Also bitte nicht im nächsten Clip wundern, dass da mehr Reihen noch zu sehen sind.
Und jetzt beginnt eben der spaßige Teil, und zwar der, wo man einfach stupide sozusagen runterhäkeln kann und nebenbei Fernsehen gucken, YouTube-Videos angucken, Hörbuch hören oder quatschen kann oder wie auch immer. Also jetzt muss man nicht mehr mitzählen, jetzt, wie gesagt, jetzt beginnt der spaßige Teil. Und wir gehen nochmal einmal hoch und pieksen dann hier wieder in die erste rein, machen unsere Masche und dann wird hier nicht mehr doppelt genommen, weil wir haben nämlich keine, also wir brauchen keine Zunahmen mehr, weil wir ja den Durchmesser jetzt erreicht haben, sondern gehen dann einfach weiter in die nächste und in die nächste und in die nächste, bis unsere Reihe voll ist und dann machen wir die nächste Reihe und zwar so lange, bis wir eben die gewünschte Höhe erreicht haben. Und ich flack mich jetzt aufs Sofa mit dem Zeug hier. Genieß jetzt das Häkeln. Wir haben jetzt den nächsten Tag. Ich habe gestern noch hier weiter gehäkelt. Und mir gefällt das Muster richtig gut. Also dieser Kreuzstich, der kommt richtig gut zur Geltung. Und ich finde auch die Kombination von dem Rosa mit dem Weiß so schön. Das gibt nochmal so einen richtig zarteren Ton. Und ja, also ich finde es richtig toll. Jetzt habe ich auf jeden Fall von der Höhe her so knapp um die 14 cm genäht. Insgesamt soll die Mütze 17 cm hoch sein. Und genau, damit es halt eben über die Ohren reicht und schön warm hält. Und jetzt geht's an das Bündchen. Und das Bündchen, habe ich ja gesagt, möchte ich mit der Wolle machen, wie die Mütze eben von der Mama sein soll. Und die habe ich hier jetzt auch schon mal vorbereitet. Das ist die. Ich hoffe, die passt dann auch gut dazu, wenn die verhäkelt ist, dass das dann auch schön ausschaut. Das war ja die dickere, deswegen hatte ich ja die Mütze doppelt gehäkelt, also mit zwei Fäden, Wollfäden gehäkelt. Und jetzt machen wir hier mal einen Farbwechsel. Also, und zwar, hier ist meine Schlaufe. Hier hätte ich jetzt halt einfach hier so weiter gehäkelt, aber ich ziehe die Schlaufe hier nochmal raus. So und flop. Und dann, seht ihr, mache ich diese Kettmasche, um quasi diese letzte Reihe zu verbinden. Die mache ich nämlich dann hier schon mit der neuen Wolle. Das heißt, ich nehme mir den Faden hier so, irgendwie zumindest, steche da ein, wo ich vorhin schon drin war, eben wie ich das halt, also um halt eben die Reihe zu beenden, nehme mir aber jetzt halt hier nicht den alten, die alte Wolle, den alten Faden, sondern die neue Wolle und steche dann hier so durch. Und dann startet die neue Reihe nämlich mit der neuen Farbe. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier den richtigen Faden mit dem richtigen Faden weiterarbeiten und nehmen jetzt hier eben erstmal zwei Luftmaschen auf, 1, 2, um an die Höhe zu kommen und machen dann mit festen Maschen weiter. Also einen Umschlag, dann einsetzen, den Faden holen und dann durch alle drei wieder durch. 1, 2, 3, dann wieder einmal rum. Faden holen und durch alle drei durch und das mache ich jetzt mal bis ans Ende der Reihe. Ich habe jetzt die Reihe hier beendet und habe jetzt hier so ein kleines Chaos. Ich habe jetzt hier auch mal die anderen Fäden abgeschnitten, also die zwei, die kommen jetzt mal nach innen und dann eben der andere, der kommt jetzt auch mal nach innen, den wird dann später vernäht. Und jetzt geht es hier weiter mit dem Bündchen. Und das wäre ja kein Bündchen, wenn es nicht auch so ein Riffelmuster hätte. Und um das jetzt zu machen, machen wir Reliefstäbchen. Und zwar gehen wir dann immer um diesen Maschenkörper rum. Und zwar vorne, hinten, vorne, hinten. Also das machen wir jetzt, indem wir wieder zwei Luftmaschen häkeln, um die Höhe zu erreichen. Nehmen dann wieder einmal um. Und gehen dann, je nachdem, fangt an, womit ihr möchtet, nach vorne. Also quasi nehmt dann diese Masche vorne auf die Nadel oder halt eben, ihr nehmt sie von hinten auf. Das ist jetzt, die zwei Möglichkeiten gibt es. Und da wechseln wir uns jetzt immer ab. Also einmal aufnehmen, ich fange vorne an. Dann gehe ich einmal hier um den Maschenkörper rum, hole mir meinen Faden und ziehe durch alle drei durch.
Und jetzt geht's weiter mit hinten einmal Umschlag, dann eben vorne um den Maschenkörper rum, Faden aufnehmen und wieder neuen Faden holen und durch alle drei durch. So, also mal vorne, hinten. Jetzt machen wir wieder vorne, gehen wir um vorne um den Maschenkörper rum, ziehen uns den Faden durch, holen wieder neuen Faden auf und ziehen den durch alle durch und dann wieder hinten. Also Faden aufnehmen, von hinten um den Maschenkörper rum, Faden holen, dann haben wir drei Schlaufen auf der Nadel, holen wieder einen Faden und ziehen durch. Und dann seht ihr hier schon, dass es so ein Muster ergibt. Also es fängt schon an, sich ein bisschen mehr zu rüffeln. Hier, ich hoffe, ihr seht es gut. Und so machen wir jetzt weiter, auch wieder bis ans Ende der Reihe. Ich bin am Ende meiner ersten Reliefreihe oder halt meiner Reihe der ersten Reliefstäbchen angekommen und seht mal, wie schön sich dieses Muster schon absetzt. Und genau so machen wir jetzt auch weiter mit den nächsten Reihen. Also wir nehmen wieder zwei Luftmaschen auf und fangen dann wieder an, dass wir einmal aufnehmen. Hier, je nachdem, wo wir halt dann, womit wir angefangen haben. Hier haben wir ja angefangen, vorne einzustechen quasi, also die Masche, den Maschenkörper von vorne auf die Nadel zu bringen. Dann machen wir genauso weiter. Dann ist das diesmal in der Runde auch unser Start und in den nächsten Runden auch so. Dann wieder Faden aufnehmen und dann durch alle drei Schlaufen durchziehen. Und dann geht es wieder weiter, Faden aufnehmen und dann hier wieder von hinten den Maschenkörper auf die Nadel holen und den Faden durchziehen, Faden aufnehmen und durch alle drei drüber. Und so bleibt dieses Muster nämlich erhalten und setzt sich nach oben hin fort. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir die Höhe vom Bündchen erreicht haben, die wir halt eben haben möchten. Ich habe mein Bündchen hier jetzt fertig gehäkelt und wie ihr seht, ist richtig schön geworden. Also es hat ein richtig schönes Muster. Und hier bin ich jetzt, hier habe ich jetzt gerade meine letzte Masche gehäkelt. Eigentlich wird es ja jetzt halt weitergehen mit wieder einer Kettmasche, dass wir hier einstechen, uns den Faden holen und dann durchziehen, um die Reihe zu beenden. Aber das lassen wir, das machen wir nämlich anders, damit es ein bisschen unauffälliger ist. Die Höhe ist nämlich jetzt erreicht und genau, jetzt schneiden wir den Faden ab. Lassen ihn ein bisschen spielen. Dann ziehen wir hier nämlich raus, so. Dann haben wir hier unseren Faden drin. Und dann brauchen wir hier eine Wollnadel, dann pieksen wir hier ein, hier haben wir ja eine schöne Masche, dann pieksen wir hier ein, ziehen dann da durch und dann gehen wir da, wo der Faden halt eben herkommt, also hier, hier kommt der Faden raus, ne? Das ist der Faden hier, dann pieksen wir da wieder ein und zwar von oben, da wo er herkommt. Und dann ziehen wir da so durch und dann haben wir einen relativ unsichtbaren Abschluss. Ziehen das noch so zusammen, dass es ausschaut wie eine normale Masche. Und dann können wir hier den Faden vernähen und alle weiteren Fäden, also die, die ich vorhin nach da innen gepackt habe, die vernähen wir dann eben auch. Und dann ist die Mütze fertig. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Und zwar nämlich mit der Mütze von für die Mama. Tada! Ihr Lieben, ich habe beide Mützen fertig gehäkelt. Also das ist die Mütze eben für die Kleine mit dem Weiß und dem Rosa. Und dann halt eben dem Bündchen mit der Wolle von der Mama. Und andersrum hier eben die Mütze für die Mama mit dem Bündchen. Mit der Wolle eben für die Tochter, für die Kleine. Und ja, mir gefällt es ganz gut. Also es hat sich ein bisschen anders verhalten. Also ich musste weniger Reihen halt eben häkeln für den Mützenteller. Also ich schätze mal, es liegt am Stich, aber hundertprozentig kann ich es auch nicht sagen. Aber hat dann letztendlich schon auch geklappt. Und ich hoffe, die Mützen passen jetzt auch so. Und jetzt, haben wir ja gesagt, wollen wir denen noch einen Pommel machen oder einen Bommel, also einen Pompon. Die legen wir mal zur Seite. Ich habe hier zwei, also insgesamt eigentlich vier Kreise ausgeschnitten. Das soll der Pommel für die kleine Mütze sein. Der hat einen Durchmesser von
7 cm und der innere von 2 ungefähr. Genau, dann nehmen wir jetzt einfach die Wolle. Also es soll ja für die Kleine werden. Also die, und da haben wir ja gesagt, da soll der Pompom in der gleichen Farbe sein wie der, wie das Bündchen hier. Deswegen nehmen wir die Wolle. Und dann fangen wir an, da ganz viel drumherum zu wickeln. Um beide. Ne? Also ich habe hier das zweimal jeweils ausgeschnitten und wir wickeln das eben um beide rum. Ja, also ich mache mir erstmal hier so ein bisschen welche im gröberen Abstand, damit die zwei Kartonkreise eben schon mal zusammenhalten. Und dann gehe ich immer vor und zurück. Und durch die Öffnung geht das auch ganz einfach und man muss nicht immer die gesamte Wolle dann da durchschieben. Ich habe da jetzt ziemlich viel drauf gewickelt, wie ihr seht. Also man kann quasi hier den Kreis schon gar nicht mehr erkennen. Das geht schon fast raus. Deswegen höre ich jetzt mal auf. Also ich habe ungefähr so die 4 Minuten oder so gewickelt. Also es geht eigentlich schneller als gedacht. Dann schneide ich den Faden hier jetzt ab und dann haben wir ja hier 2 Kartons. Und zwar aus dem Grund, weil wir ja hier in dieser Mitte, also zwischen diesen beiden Kartons, müssen wir jetzt reinschneiden und das aufschneiden. Ich nehme dazu eine Stoffschere, weil die besser schneidet als die Haushaltsschere. Das ist gar nicht mal so einfach. Jetzt fange ich schon mal an, den Faden da durchzuziehen, damit mir einfach die ganzen Wollfäden nicht runterrutschen, weil ich es ja so fest bestückt habe sozusagen. Also ich tue das einmal hier und dann einmal hier schon mal durch die Spitze durchziehen und schneide dann weiter. Ohne hier natürlich den Faden kaputt zu schneiden, weil sonst bringt er mir ja nichts. So, geschafft. Jetzt bin ich einmal durch. Ich habe mir hier den Faden mal um den Daumen gewickelt, damit ich den nicht verliere. Und dann ziehe ich den eben hier auch komplett durch. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen angesäbelt, meine Wolle hier. Deswegen schneide ich das mal weg. So. Und dann habe ich eben jetzt hier den Wollfaden einmal komplett zwischen diesen beiden Kartonagen. Dann schaue ich, dass ich hier auch eine gewisse Länge habe. Und dann kommt da ein richtig fester Knoten rein. Einmal und zweimal und zur Sicherheit noch einen dritten. Die 2 Fäden behalten auf jeden Fall. Die brauchen wir ja, um das an die Mütze zu befestigen. Und dann kommen diese 2 Kartonscheiben raus und könnten dann sogar nochmal benutzt werden. Das ist jetzt unser Pompom und wie ihr seht, also der ist noch ein bisschen unförmig. Das macht aber gar nichts. Der wird nämlich jetzt noch frisiert. Seht ihr, hier hat er viel längere. Das ist, liegt daran, weil ja eben, als es dann dicker wurde, hat man ja quasi größere Wege zurücklegen müssen. Aber dafür nehmen wir die jetzt nämlich auch nochmal her. Und zwar kommen die einmal auf die Seite und einmal auf die andere Seite, so komplett gegenüber. Schauen wir, dass wir dann richtig, dass wir die richtig schön gesandwicht haben. Und dann schneiden wir nämlich hier, haben wir also eine Orientierungshilfe und schneiden dann hier so im Kreis drumherum nochmal ab. Jetzt schauen wir uns unseren Pompom nochmal an. Jetzt können wir hier sagen, dass wir auf der Seite jetzt nochmal da ein bisschen ausbessern. Machen wir uns das wieder flach hier, legen auf der Seite nochmal unsere Orientierungshilfe drauf, ja, machen wieder unser Sandwich und dann frisieren wir auch da dann nochmal drumherum. Nicht diese Fäden hier abschneiden, sonst habt ihr wieder nichts mehr zum Befestigen. Schauen wir uns den nochmal an. Ja, der schaut doch super aus, oder? Jetzt haben wir hier natürlich noch so ein paar einzelne, das können wir dann aber so noch frisieren. Oder dann eben unsere Orientierungshilfe nochmal von mehreren Seiten anlegen. Aber so kommt man zu seinem Pompom. Und wie gesagt, dann einfach so weit frisieren, bis alle Ecken dann eben weg sind und er die Form hat oder schön rund ist, wie ihr das eben möchtet. Und wenn wir das dann haben, dann geht's weiter mit dem zweiten Pompom. Und zwar mit den anderen beiden Farben, also mit den beiden Farben, rosa und weiß. Und mit den größeren Schablonen. Und das mache ich jetzt mal, nachdem ich meinen Pompon fertig frisiert habe. Für die Mütze, für das Baby, versuche ich jetzt mal die Gabelmethode und versuche daraus jetzt mal so einen Pompon zu machen. Also eigentlich muss man hier dann nur einen Faden so reinlegen zwischen die Gabel, wie heißen die nochmal? Zinken, danke. Das ist nämlich der Faden, mit dem man dann letztendlich den Bommel, also den Pompon zusammenbindet. Und dann tut man das hier
um die Gabel drumherum wickeln. So, also ich habe jetzt richtig viel drauf gewickelt auf die Gabel. Jetzt nehmen wir den Faden, den wir als allererstes zwischen die Zinken gelegt haben. Den nehmen wir jetzt und knoten das da oben zu. So, und dann richtig feste, so gut es halt eben geht. Ich ziehe schon mal so ein bisschen von der Gabel oder ganz von der Gabel. So, Knoten ist drin. Und jetzt versuchen wir hier die Seiten aufzuschneiden. Also ich glaube, man hätte das vorher schneiden sollen, als es noch an der Gabel dran war. Ich glaube, den kannst du auch mal machen. Das glaube ich auch. Der hält ja mal überhaupt gar nicht. Okay, das war ein Fail. Gut, das machen wir so nicht. Also ich weiß, es funktioniert, weil ich habe schon sehr viele Videos gesehen, wo die das so machen. Bei mir halt eben nicht. Deswegen nehme ich jetzt einfach wieder meinen kleinen Kreis hier. Aber ich bestücke den nicht komplett, sondern nur ein bisschen. Und dann sollte ich auch einen kleineren Pompon eben daraus bekommen. Ich glaube, das ist jetzt ungefähr so viel, wie auf der Gabel war. Deswegen schneide ich das jetzt hier mal ab. Dann nehmen wir den Faden wieder und stecken den hier rein, rechts und links. Und dann tue ich mir die zwei wieder zur Seite, dass ich die nicht schneide. Und fange dann an, hier wieder zwischendrin, zwischen den Kartons eben, das zu durchschneiden. Also ich habe irgendwie Angst, dass mir jetzt die ganzen Fäden da rausrutschen, aber ja, einfach weitermachen. Jetzt machen wir ganz schnell einen Knoten rein, damit dann nichts passiert und nichts rausrutscht. Und dann haben wir so einen süßen Mini-Pommel. Und jetzt wird der natürlich auch wieder schön frisiert. Tada! Jetzt haben wir es geschafft. Alle drei Pommel schon wieder. Bommel sind fertig, alle drei Pompons, und ich finde, die sind richtig süß geworden, auch der kleine mit der gelockten Wolle. Ja, und jetzt kommen die eben an die Mützen ran. Dann nehmen wir wieder die Wollnadel, unsere Wollnadel zur Hilfe, und zwar die da. Und das vernähe ich einfach irgendwie, sodass es halt dann eben fest ist. Und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis. Tada! Die Mützen sind fertig. So, schaut mal. Also das ist die Mütze, die ich ja für die Kleine gemacht habe mit dem Bommel. Ich finde, dass der Bommel auch echt schön fluffig und so geworden ist. Das ist die Mütze für die Mama eben, für meine Freundin. Und hier, ich finde, dass die auch eigentlich ganz süß geworden ist. Also mir ist sie ein bisschen zu groß. Die Jenny hat einen größeren Kopf als ich. Aber ja, ich finde die eigentlich echt ganz putzig. Das ist die da. Sonst bin ich wahrscheinlich verstrubbelt. Dann habe ich hier ja für den Kleinen. Und hier haben wir unser gewelltes Pompom, also unseren gewellten Bommel. Und dann habe ich unten eben das dann noch verlängert, damit es halt schön über die Öhrchen drüber geht. Und dann die Mütze für den Papa. Die wäre mir natürlich viel zu groß, aber hier, nur dass ihr es mal seht. Die könnte ich wahrscheinlich eher als Beanie tragen. Aber ja, das sind auf jeden Fall die Mützen. Und warum zeige ich euch das als Nicht-Profi? Einfach, um euch zu zeigen, traut euch an solche Sachen ran, macht sie, scheut euch nicht davor, es ist wirklich super einfach und ja, probiert es einfach aus. Schaut mal, ich als Nicht-Profi habe auch sowas hingekriegt, also ihr schafft das sowieso dann auch. Deswegen ganz viel Spaß damit, falls ihr es macht, und ich hoffe, dass meine Geschenke ganz gut ankommen. Und dass ihr, beziehungsweise dass euch unser Video gefallen hat und dass ihr unseren Kanal abonniert, dass wir wissen, dass unsere Videos bei euch eben ankommen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Anschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal Video. Bis zum nächsten Mal wieder im neuen Video, so wollte ich sagen. Bis dann. Ciao.